die Schweiz bei Kingdom Medium. Es ist eine Ehre, dich live zu erleben hier in der Schweiz. Und bevor wir losgehen, möchte ich dich bitten, dass du für uns betest. Vater, ich danke dir, dass du allgegenwärtig bist. Und wo zwei oder drei in deinem Namen oder mehrere in deinem Namen vereinigt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und Vater, ich bin immer wieder mit Freude überwältigt, dass wir größere Dinge tun können wie Jesus, was ich mir nie hätte vorstellen können. Aber durch die Medien ist es uns möglich. Wir sitzen gemütlich in einem Wohnzimmer und dürfen zu ganz vielen Menschen eine Botschaft der Liebe, der Freude, der Kraft bringen, ohne einen Koffer zu packen, ohne eine Autofahrt. Das konnte Jesus nicht. Jesus hat nur zu den Menschen sprechen können, die vor ihm waren. Und so beten wir jetzt, Vater, dass diese Botschaft, die du heute hier in diesem Wohnzimmer mit meinen lieben Geschwistern aufnimmst, dass die vielen Menschen zum Segen wird, viele Menschen zur Auferbauung, dass sie dich näher kennenlernen, dich mehr lieben lernen und einfach ihr Leben dir weihen, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Ministry Kingdom Ministry heißt. Denn das Wort aus Matthäus 6, wo es heißt, suche zuerst mein Reich. Und mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen, ist der Schlüsselvers, der jetzt gerade laut durch die Posaunen der Engel in die Welt geschmettert wird. Und wir wollen dich suchen, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Und ich bete, dass auch diese Botschaft jetzt Menschen zu dir zieht, dem besten Vater der Welt, der gleichzeitig der König aller Könige ist. Amen. Amen. So, Mama, ich darf zu dir Mama sagen. Amen. Ja, Amen. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut auch. Ich habe eine kurze Frage. Und die Frage sollte eigentlich, jetzt hast du Gott als Vater angenommen. Was ist denn der Unterschied zu diesem, dass du Gott als Vater genommen hast? Also das war für mich, Gott sei Dank, eine sehr, sehr frühe Erfahrung. Mit 7 Jahren habe ich mit der Erstkommunion, wir hatten einen Priester, der wirklich Jesus gekannt hat. Er war krank, aber er kannte Jesus. Und er hat uns in der römisch-katholischen Kirche vorbereitet für die Erstkommunion. Und der hat uns gesagt, Jesus wollte nie in Häusern wohnen. Der will in Herzen wohnen. Und für mich war die Erstkommunion die tiefste Erfahrung mit Gott bisher in meinem Leben. Ich wusste, wenn ich seinen Leib und sein Blut annehme, lebt er in mir. Das war der schönste Tag meines Lebens. Aber dem sind natürlich noch viele andere gefolgt. Und von dem Tag an bin ich jeden Tag in eine Kirche gegangen, ganz vorne hin zum Tabernakel und habe mit Gott geredet. Und sehr schnell habe ich da angefangen zu sprechen mit dem Vater. Weil eben mein irdisches Vaterverhältnis war etwas gestresst. Aber trotzdem, ich durfte dann meinen Vater vor seinem Sterben auf seinen Wunsch hin zu Jesus führen. Und ich weiß, er ist eine ewige Herrlichkeit. Amen. Amen. Aber der Vater bedeutet mir alles. Weißt du, kein Mensch kann seine wahre Identität finden, wenn er nicht den Vater erkennt in seinem Herzen. Und Jesus kam, um uns zum Vater zu führen. Und Menschen, die bei Jesus hängen bleiben, die haben noch nicht ihre Identität gefunden, denn der Vater gibt uns die Identität. Die suchen immer noch, Gott zu beeindrucken, mit dem, was sie haben, nicht haben, können, nicht können, zu wem sie gehören, nicht gehören. Weißt du, wir müssen erkennen, wir sind Königskinder, Königssöhne, Königstöchter. Und das erfahren wir erst, wenn wir den Vater und seine Liebe kennen. Amen. Ah, das ist etwas, wo ich werde sagen, du bist einfach ein Profi in dies, wenn man Beziehung zu dem Vater. Es ist eine von meinen Fragen, wo ich gelichtet habe, aber ich kann das jetzt vielleicht nach vorne bringen, weil du hast geredet von dieser Beziehung zu dem Vater. Und du hast eine enge Beziehung zu dem Vater. Und wie man dich kennt oder wie ich dich kennt, du redest mit deinem Vater, wenn du mit deinem Vater redest, du nimmst absolut kein Blatt von dem Mund. Weil du redest mit ihm einfach, wie du bist. Amen. Ganz einfach. Kannst du uns kurz erklären,
Was motiviert dich, so mit dem Vater zu reden? Ja, weil ich weiß, dass der Vater mich so liebt, weißt du? Der liebt mich so sehr, dass er sein Allerliebstes, Jesus Christus, auf die Welt geschickt hat, um für mich alles zu bezahlen. Er hat sein Liebstes gegeben für mich. Und das macht mich so wertvoll. Ich denke mal, wenn jemand das Allerliebste gibt für mich, dann muss ich wertvoll sein. Amen. Amen. Und das hat mir meinen Wert gegeben. Was Jesus für mich geduldet hat. Im Hebräerbrief lesen Sie, dass Jesus aufgrund der Freude, die vor ihm lag, hat er das Leiden ertragen. Da habe ich mal gefragt, was ist denn diese Freude? Sagt er, du, wie bitte? Ich. Sagt er, ja, meine Braut. Ich habe all das auf mich genommen aus Liebe für meine Braut. Und du bist meine Braut. Und ich habe das freiwillig getan. Aber das war der Brautpreis, den ich bezahlen musste, um dich herauszuholen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und so weiß ich, ein Vater, der das Allerliebste gibt für mich, der liebt mich. Und den liebe ich von ganzem Herzen. Ja. Jetzt haben wir eine kurze Besucher hier in dem Wohnzimmer. Ja, wenn ich gerade sehe, wie die Hund hier kommt, das erinnert mich, eigentlich ist es nicht eine gute Frage, aber wenn man die Tiere sieht, man sieht bei dir, dass die Tiere sind auch gesegnet, weil du segnest alles, was um deinen Umkreis ist. Ja, kannst du uns auch dies erklären, was motiviert dich, sowas zu tun? Wenn du in die Natur gehst, dann tust du auch die gleiche. Ja, weißt du, die Natur ist für mich die Handschrift Gottes. Ich sehe überall die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt bitte verzeih mir das, aber manchmal habe ich das Gefühl, der liebe Gott hat die ganze Welt nur für mich geschaffen. Und ich genieße sie, aber ihr dürft auch alle genießen. Aber er hat es für mich geschaffen. Ich genieße, weißt du, jedes Tierchen, da muss ich jetzt eine komische Geschichte erzählen, aber saß ich am Balkon und habe gelesen, und es kommt eine Biene, setzt sich auf über Barfuß, setzt sich auf meine Füße und versucht zwischen die großen Zehe da durchzukrabbeln. Ja. Dann habe ich gesagt, du, hör einmal, wenn du das tun willst, kannst du es machen, aber weh, wenn du mich stichst, dann bist du im Bienenhimmel. Diese Biene, die krabbelt da herum und krabbelt da herum und ich habe richtig gespürt, ich habe mit der Biene eine Kommunikation. Auf einmal fliegt sie weg. Sag ich, okay, tschüssi, kommt mit einer zweiten. Zwei Bienen und zwei Bienen krabbeln durch meine Zehen durch. Ah. Da habe ich gesagt, ach so was ist das, so viel Spaß für euch. Nur nicht stechen, ihr dürft das machen. Fliegen beide weg. Oh. Kommen mit einer dritten. Hab ich gesagt, jetzt ist genug. Ja, genug, für heute genug, sind sie alle drei weggeflogen. Wow. Ja. Schau, der Franziskus, der hat mit den Tieren gepredigt. Du, ich war vor vielen Jahren bei meiner ersten Safari in Afrika. Hat uns der Fahrer, da durften wir noch vom Weg abkommen, in der Queen Elizabeth Park in Uganda, der ist vom Weg abgefahren und wir kamen auf eine Höhe und da waren 17 Löwen vor uns. Oh. 17 Löwen. Der große Löwe dort, eine Löwin hat mit ihren drei Babys gespielt, also 17. Dann habe ich Lobpreismusik eingeschaltet und das Fenster aufgemacht und habe angefangen, den Löwen zu predigen. Die haben gehört. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Habe ihnen gesagt, heute habt ihr eine Tochter Gottes vor euch und ich sage euch, Gott hat euch wunderbar. Und ich habe den Löwen gepredigt und die haben zugehört. Dann wollte ich aussteigen und sie streichen. Dann hat der Pfarrer aber noch mir gegriffen, mit einer Gewalt. Aber das Fenster war offen, kein Tier bewegte sich. Kein Tier. Die haben den Lobpreis genossen und ich durfte ihnen predigen. Da habe ich gesagt, ihr seid die schönsten Tiere, ihr seid der König, der Löwe, ihr seid die schönsten Tiere. Und Jesus wird kommen als der Löwe von Juda. Und ihr seid ein Symbol auf Erden. Du, kein Tier hat sich gerührt. Die haben mir zugeschaut und wie wohlwollend. Und ich weiß, wenn der Pfarrer mich hätte aussteigen lassen, ich hätte sie streichen können. Im Paradies werden wir mit den wilden Tieren leben. Meine Tochter wollte schon lange. Ja, ich selbst möchte ein Löwenbaby großziehen. Dass vielleicht die Mutter durch einen Unfall oder was verloren hat. Aber im Paradies, wenn der Herr seine Herrschaft wiederherstellt,
Meine Tochter will als Haustier einen Löwen haben und eine Otter. Im neuen Reich Gottes. Hat sie mir jetzt schon gesagt. Nein, Gott möchte, dass wir in Harmonie leben. Mit der gesamten Schöpfung, dass sie alles seine Handschrift. Und weißt du, alle Forscher, je kleiner sie hineinkommen in das Universum oder so, umso größer, die kommen vom Staunen nicht heraus. Die entdecken jetzt Galaxien, von denen sie noch nichts gewusst haben. Da ist doch permanente Entfaltung daraus. Und weißt du, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Forscher, aber es geschieht auch sehr oft, Forscher, die unglaublich waren, haben doch ihre Forschung ganz geklärt. Weil sie sehen, da steckt mehr dahinter. Da steckt eine Intelligenz dahinter, von der wir noch nichts haben. Ja, ich kann immer nur staunen. Weißt du, ich kann auch nur staunen, wie romantisch Gott ist. Diese Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge. Und auch wie kreativ das ist. Wenn man denkt, welche Fantasie er hat, ja? Wie ich das erste Mal Nilpferde gesehen habe. Da habe ich gesagt, also Herr, deine Fantasie an dem Tag war etwas komisch. Aber die sind so hässlich, dass sie wieder schön sind. Wow. Und weißt du, die Idee, das ist jetzt was Komisches, aber wenn ein Nilpferd, also wenn das Stuhlgang hat, gell, hat es ja den Schwanz wie ein Rad, das sprüht in alle Gegenden. Okay. Wenn du in der Nähe bist, dann kriegst du es ab. Kannst du dir vorstellen, dass ein Gott sich sowas einfallen lässt? Wow. Der hat doch absolut Fantasie und Humor. Humor. Also auch Vögel gibt es bei uns in Afrika. Dass du denkst, lieber Gott, da hast du aber wirklich einen komischen Tag gehabt. Wie du den, also so kreativ und so schöpferisch, dass du denkst, da gibt es nichts mehr, was steigern kann. Wow. Viele Dank für diese Einführung in diese, ich würde sagen, in die Welt von diese Tiere, Natur, ja. Wo du eigentlich auch viel erwähnt in viele von deinen Büchern. Und es ist wirklich viel motivierender. Und ich möchte nur noch mal fragen, weil du bist wirklich speziell. Du hast sehr spät geheiratet und du hast eine sehr glückliche Ehe gehabt. Wie ich weiß. Nicht jeder weiß das, aber einige von deinen closest friends wissen sie das. Und, aber diese Ehe war vor kurzer Zeit. Und später hat den Herrn, dein Mann, zu ihm genommen. Und jetzt kommt meine Frage, kannst du uns oder die Zuschauer oder alle, wo diese Interview sehen werden, kurz erklären, wie das ist, was ist, wie ein Zeugnis, was ist daraus gekommen? Also, muss ich zurückgehen, erstens einmal war die Ehe meiner Eltern nicht glücklich, sie war treu, brav, fest arbeitend, ja. Aber nicht glücklich. Und mit 19 Jahren war ich bei einer Hochzeit. Und da kam schon bei der Hochzeit die Frage bei den beiden, ob das wohl gut wird. Und dann habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, ich will nie heiraten, um verheiratet zu sein. Ich bin bereit zu warten auf den Richtigen, den du für mich ausgewählt hast, bis ich 50 bin. Und da bin ich ganz erschrocken, wie ich das gehört habe. Ja, denke ich mir, aber ich habe stehen lassen. Mit 30 habe ich das Gebet schon schwerstens bereut. Aber Gott nicht. Und Gott hat mir gezeigt, wenn wir heiraten aus anderen Motiven, als er die Ehe sieht, für Gott ist die Ehe nicht ein Vertrag, ein Gesetz, sondern ein Bund. Gott hat die Ehe eingesetzt, bevor es Gesetze gab. Das war ein Bund zwischen Gott, Mann und Frau. Einen Bund kannst du nicht brechen. Einen Bund kannst du nicht verändern. Aber wir haben in unserem Tag, wissen wir ja genau, wir haben daraus Gesetze gemacht. Ein Ehevertrag. Verträge kann man ändern, Verträge kann man brechen. Wir sind also aus den Ordnungen Gottes herausgekommen. Und ich wollte immer nur einen Bund mit Gott. Und als dann mein Mann kam, also ich war 47, fast 50, aber bis dorthin hat er mich immer wieder, wenn irgendjemand kam, der vielleicht ein potenzieller Partner hätte sein können, habe ich immer wieder gebeten, Herr, ist das etwas von dir? Und dann habe ich immer den gleichen Traum gehabt.
Ich bin eine Wendeltreppe hinuntergegangen im Traum und plötzlich waren keine Stufen mehr und ich bin in das Nichts gefallen. Mhm. Und dann bin ich jedes Mal weit schreiend aufgewacht. Da habe ich immer gewusst, das ist nicht von Gott. Und habe dann wirklich gesagt, okay, Herr, ich bin bereit zu warten. Und als mein Mann kam, hatte ich auch einen Traum. Und zwar bin ich in einem Schloss eine Wendeltreppe hinuntergegangen und da war ein riesiges Tor. Und das wollte ich öffnen, ging nicht mehr auf. Bin ich wieder hinaufgegangen. Da habe ich gewusst, der ist es. Und mein Mann hat gebetet, wozu hast du Maria in mein Leben gebracht? Da hat der Herr zu ihm gesagt, als Balsam für dein Herz. Nach 2 Jahren hat er zu mir gesagt, ich glaube, du bist eine Zugseile. Du brichst das Schlechteste aus mir. Also auf jeden Fall, die ersten 2 Jahre waren wirklich ein Einswerden. Und es ist für Gott eine riesige Arbeit aus 2 Menschen. Weißt du, Ehe. 2 Egoisten werden mit dem Heiligen Geist zusammengehalten. Und das waren die ersten 2,5 Jahre. Und da musste ich ganz viel beten. Weil er kam mit vielen Rucksäcken von Erfahrungen vorher. Und die mussten abgearbeitet werden. Und erst am 3. Hochzeitstag sind wir ausgegangen, wir sind immer ausgegangen zu einem besonderen Essen. Und dann habe ich gesagt, Herbert, was war eigentlich das Beste bis jetzt in unserer Ehe? Sagt er, Maria, deine Gebete. Ohne deine Gebete wären wir schon geschieden. Ich habe immer gewusst, dass du für mich betest. Ich habe gespürt, wie Handfesseln von mir fallen, Fußfesseln. Ich habe wirklich gehört, wie du mich frei gekämpft hast. Von allem. Und das Letzte, was war, einmal haben wir nur wegen einer Farbe nicht die gleiche Meinung gehabt. Ja. Dann schreit er mich an, du bringst mich noch um. Sag ich, wie bitte? Sagt er, wo kam denn das jetzt her? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gebeten, dass der Heilige Geist uns zeigt, was da die Wurzel ist. Und dann hat Gott ihm gezeigt, dass seine Mutter immer wieder gesagt hat, ich habe dich ja versucht, 2-mal abzutreiben, aber du bist ja nicht weggegangen. Und das war die Wurzel. Jede Frau war für ihn eine potenzielle Mörderin. Aufgrund dieser tiefen Verletzung von seiner Mutter her. Und ich konnte dann stellvertretend für seine Mutter ihn um Vergebung bitten. Und er konnte weinen für diese Ablehnung. Und er hat seiner Mutter vergeben. Sie hatte nicht mehr gelebt. Ja. Ja. Und von da an, von dem Tag an, war bei uns eine Heilung, war wunderbar. Ich wusste nicht mehr, aber vorher bin ich gewusst, bin jetzt die Mutter, die Schwester, die Frau. Ich musste so viele Rollen spielen, ja. Aber von dem Tag an wurde ich seine geliebte Frau. Wow. Und die letzten 3 Jahre waren die schönsten. Wow. Wunderbar. Ja, das ist wirklich, wie soll ich sagen, ein Hammerzeugnis. Danke. Und man hat gewusst, dass er hat dich immer wieder gesegnet und prophetisch über dein Leben. Und viele von das, was er gesagt habe, bevor der Herr ihm zu ihm berufen hat, ist in deinem Leben passiert. Kannst du uns auch kurz da schildern? Ja. Weißt du, wir waren so eins. Der Herr will ja als 2 eins machen. Ja. Und wir waren so eins. Und wie er dann diesen Krebs entdeckt hatte, mit dem haben wir schon geheiratet, ohne es zu wissen. Das war, er hatte eine Magenoperation schon als junger Mensch und da ist er am Magenausgang, glaube ich, war krebsartig und es hat schon die Leber über. Dieser Krebs wird erst entdeckt, wenn es zu spät ist immer. Und den haben wir erst entdeckt eben in der Ehe, 6 Monate bevor er gestorben ist. Und was war jetzt deine Frage genau? Die Frage, wo ich dir gerade gefragt habe, ist, ich meine, der hat dich gesegnet. Der hat prophetisch über dein Leben. Ah ja, genau. Und wie ich da blieb, dann hörte, dass er wollte alleine zum Arzt gehen. Ich war vorher mit meinen Nichtneffen auf einer großen Amerika-Reise, weil ich denen versprochen habe, wenn sie Abitur machen, dann mache ich mit ihnen eine Amerika-Reise. Und ich hatte so viele Freunde, die wollten mich immer wieder sehen, da bin ich mit meinen Nichten und Neffen nach Besuch gekommen. Herbert konnte nicht mitfliegen, weil er so viele Termine hatte. Und er hat mich aber fast gezwungen zu der Reise. Er sagt, du musst das Wort halten, sonst nehmen sie dich nicht ernst. Habe ich gemacht. Wie ich zurückkam, hat er bestimmt 10 Kilo abgenommen in 3 Wochen. Dann habe ich gesagt, Herbert, hast du nicht gegessen? Er sagt, jawohl, Maria, aber mit meinem Magen stimmt was nicht. Und am 6. Hochzeitstag
Hat er gesagt, heute gehe ich zum Arzt. Dann darf ich mitgehen, sagt er, nein, Maria, heute nicht. Und wie er zurückkommt und die Stufen heraufkommt an so ein Haus, sehe ich ein großes Schild hier, Krebs. Sag ich, nein, Herbert, nein, sagt er, Maria, im letzten Stadion. Und dann sind wir nachher spazieren gegangen in den Wald, schweigend, haben uns dann auf eine Bank gesetzt und dann kam etwas, was ich nie vergessen werde. Dann haben wir beide zu weinen begonnen, herzhaft zu weinen, aber nicht über den Krebs, sondern als Reue über jede Sekunde, die wir uns nicht so geliebt haben, wie Jesus uns liebt. Wir haben uns immer vergeben, aber da bleibt immer ein kleines bisschen Sand im Getriebe. Ja? Und da hat uns Gott so eine tiefe, himmlische Reue gegeben. Wir haben geweint und Buße getan für jede Sekunde. Und das kannst du nicht produzieren. Das war eine Heilige Geist-Salbung. Und von da an war jede Berührung elektrisch, verstehst du? Das war sowas von herrlich. Und ich habe mich da, also zuerst haben wir mal 40 Tage gefastet, noch dazu, ja, beide, nur mit Getränken. Daher habe ich gesagt, wir machen alles weiter, alle Seminare, Maria. Gott wird uns Signale geben. Und das haben wir auch gemacht. Und wie ich dann, wenn man dann spürt, also ich habe immer gespürt, immer wenn ich gebetet habe um Heilung, hat der Herr gesagt, meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt, Maria. Und wie es dann wirklich sehr ernst wurde, habe ich gesagt, Herbert, ich will mit dir sterben. Ich will nicht mehr alleine weitermachen. Ich weiß jetzt, was es heißt, mit einem geliebten Menschen in der Einheit mit Jesus das Reich Gottes zu bauen. Ich will nicht mehr alleine. Ich will mit dir sterben. Hat er gesagt, Maria, Gott ist mit mir fertig, aber nicht mit dir. Der hat noch ganz viel vor mit dir. Und du schaust auf Jesus und der gibt dir starke Männer und Frauen und du machst weiter. Und er war schon sehr geschwächt, aber das war eine Stimme vom Himmel. Aber ich hätte können pfeifen auf die guten Tage. Sterben wollte ich. Aber Gott hat sein Gebet beantwortet. Und wenn ich ihn jetzt im Himmel treffen werde, das Erste, was er sagen wird, habe ich recht gehabt. Wenn ich sage, wie immer. Ja, wenn ich, ja. Ja. Aber weißt du, das erste Jahr musste ich mich täglich fürs Leben entscheiden und für den Segen. Sterben wäre ich auch gewesen. Und nach einem Jahr hat es meine Seele kapiert. Ich bin jeden Tag aufgestanden, bevor ich aufgestanden bin, ich entscheide mich für das Leben und für den Segen. Nach einem Jahr habe ich es kapiert. Und da wurde Jesus einfach mein Alles. Ja. Und er hat mir wirklich zugesagt, dass er alle meine Bedürfnisse befriedigen wird. Und ich hänge mich an Jesus mit jeder Faser meines Seins. Aber Gott hat mir wunderbare Menschen zur Seite gestellt. Wunderbare. Ich habe in Afrika über 1000 Mitarbeiter. Und jetzt, wenn ich zurückfliege, werde ich ein Mentoren-Team zusammensetzen. Die haben mich gebeten, dass ich mich total in sie investiere. Und das mache ich. Und dann werde ich übergeben, Amen. Weil der Herr eine neue Dimension für mich hat. Amen. Und deswegen wollte ich auch kurz mal fragen, man weiß ganz genau, was dich motiviert. Und man weiß ganz genau, dass deine Motivation kommt vom Himmel, direkt vom Vater. Und für die Zuschauer, ich möchte, dass du nur kurz, bevor wir dieses Interview fertig machen, ein Wort, dein Lieblingsbibel warst. Vielleicht mal auch mal uns sagen und dann dazu auch beten und sowas. Aber da möchte ich noch was dazu sagen, weil das wird jetzt die Zukunft sein. Gott hat mir gesagt, dass alles viel schneller wird in meinem Leben, dass das ganze Werk auf eine hohe internationale Ebene der Verantwortung kommt und dass ich so viel Freude erleben werde, dass ich es kaum ertragen kann. Und da spüre ich das, da sehe ich schon, wie Gott die Bahnen lenkt. Was wolltest du? Du wolltest schon deine Frage haben. Ja, ein kurzes Motivationswort für alle. Ja. Ja. Und dein Lieblingsbibel was? Ja. Also die Motivation, die ich angebe, ihr Lieben, wir stehen jetzt in einer Zeit, wo es so radikal offenbar wird, wo verbringen wir unsere Ewigkeit? Es gibt nur zwei Chancen. Entweder die ewige Herrlichkeit mit Gott oder ewige Verdammnis mit Satan in der Hölle. Die Hölle ist eine Realität. Satan ist eine Realität.
Was wir jetzt zurzeit erleben, ist das letzte Aufbegehren Satans, bevor sein Todesurteil vollstreckt wird. Und er will möglichst viele noch mit sich in die Hölle reißen. Genauso wie er aus dem Himmel noch ein Drittel der Engel mitgerissen hat. Und da ist meine große Motivation, ich möchte noch Milliarden Menschen vor der Hölle retten und in den Himmel hineinbringen. Denn der Herr sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, was er denen zuvor bereitet hat, die ihn lieben. Und so möchte ich euch noch meinen Lieblingsvers sagen, damit wir die Zeit nicht übersteigen hier. Mein Lieblingsvers, also ich habe viele, aber einer, der mich jetzt getragen hat durch viele Jahre, ist der Lohn. Lohn ist etwas, was wir verdienen. Der Lohn der Demut. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt nicht vor Gott bibbern, zittern, sondern die Ordnungen Gottes ehren und respektieren. So, also der Lohn der Demut und der Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Und ich darf alles erleben. Übrigens, Reichtum ist für mich Beziehungen. Erstens die Beziehung mit Gott, Beziehung mit mir selbst, die Beziehung mit meinen Menschen. Und Gott hat mir wunderbare Beziehungen in mein Leben gebracht, die mein Leben schon fast himmlisch machen. Und ich spüre auch das ganze Werk. Wir sind das größte Werk jetzt in Uganda. Und Vision für Afrika wird sich in jeder Nation von Afrika vervielfältigen. 12 Nationen haben schon den Antrag gestellt, dass sie hier kommen und bei ihnen auch Vision für Afrika anfangen. Und zwar ist Vision für Afrika eine Reichgottesarbeit. Nicht ich habe sie begonnen, sondern Gott hat sie begonnen. Und Gott wird sie auch fertig machen. Und wir dürfen in Vision für Afrika wirklich die Prinzipien des Reiches Gottes leben. Wir dienen den Waisen, den Witwen. Wir haben eine ganz große, einen großen Einfluss für die Verlorenen in unserem Land. Wir dürfen, wisst ihr, ich habe einen ganz hohen Ruf bei den Moslems. Ich liebe die Moslems. Wir brauchen ihr Feuer, aber sie brauchen unser Leben und unseren Glauben und unsere Liebe. Und wo immer wir sind, ist Reich Gottes spürbar. Die Menschen schicken die Kinder in die Schule, sie fangen an, die Felder zu bebauen, sie beten und arbeiten. Weil die meisten haben nur gebetet, ja. Und dann sich hingesetzt und geglaubt, die gebratenen Tauben oder Hühner fliegen ihnen in den Mund. Der Herr sagt, betet und arbeitet. Und so dürfen wir wirklich in eine Kultur die Reich Gottes Prinzipien hineinbringen. Und ja, und alle Ehre dem Herrn, aber der Präsident hat mich der Nation vorgestellt, dass ich die Frau bin, die an ihren Früchten erkennbar ist. Und das habe ich mir immer gewünscht, dass sie bei der Christenverfolgung nicht raten müssen, ob ich Christ bin oder nicht. Und heute wissen sie, meine Motivation ist Jesus Christus allein. Ihm gebührt alle Ehre, aber ich darf die Freude behalten. Amen. Kurz noch beten? Ja. Ja, Vater. Vater, dein Sohn ist auf die Welt gekommen, um uns wieder zurück in die Liebesbeziehung, in diese Familie Gottes zu bringen. Und er hat den Preis bezahlt für uns. Und unser Weg ist frei, zu dir ohne schlechtes Gewissen zu kommen, wenn wir Jesus Christus, den Herrn und Meister, der alles für uns bezahlt hat, aufnehmen in unser Leben. Denn der Herr Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und so ist es unser Herzensanliegen, Vater, dass wir Millionen, Milliarden Menschen, auch durch die kommende Fernseharbeit, die wir jetzt schon beginnen in Uganda, die ganz Afrika, ganz Europa und ganz Asien decken wird, dass wir Milliarden Menschen noch vor der Hölle warnen und retten können, dass sie ihr Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen und dadurch ewiges Leben haben in der Gnade und in der Gunst Gottes. Darum bete ich für die ganze Welt, dass wir erkennen, Jesus Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das Leben, das wir bisher gelebt haben, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, kommt zu einem Ende. Christus in uns,
Wir sind die Botschafter des Königs aller Könige. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott ist nie, wollte nie in Häusern leben, sondern in menschlichen Herzen. Und dafür beten wir, dass da eine Erweckung kommt weltweit, dass der Leib Christi wächst und die Braut Christi bereit wird, weil sie Öl in den Lampen hat. Das heißt, sie strömt, der Heilige Geist strömt durch sie. Und die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar auf dieser Welt. Ich erwarte die größte Erweckung. Vater, komm und bring uns deine Herrlichkeit und bring uns deinen Heiligen Geist in einem Ausmaß, wie es noch nie war, damit Milliarden Menschen ihren Weg in die Herrlichkeit Gottes finden, durch ihre Annahme von Jesus Christus, dem Herrn, dem König, unserem Erlöser, unserem Meister, unserer einzigen Hoffnung für Herrlichkeit. Amen. Amen. Vielen Dank, Mama. Du hast gesehen, es ist spontaneous. Vielen Dank, weil du bist auch ein spontaneous Mensch. Die Kinder springen links und rechts, die Hunde sind auch gekommen. Das macht ja gar nicht, weil du hast tausend von denen in Uganda. Jesus und kam, um uns lebendig zu machen. Ja, Amen. Amen. Vielen, vielen Dank und freut uns wieder, dich mal zu treffen. Amen. Amen. Danke, danke, danke. Danke. Mama, spontaneous. Danke. Because